Wir leben zwar nicht auf Tatooine und haben deswegen grundsätzlich nur einen einzigen Mond im Angebot, dieser kann dafür aber in verschiedenen Arten auftreten. Als Vollmond, als Halbmond, als abnehmender Mond oder, und ich glaube, das ist mein momentanes Sternzeichen, als zunehmender Mond. Aber was ich tatsächlich noch nie erlebt habe, ist ein sogenannter Wolfsmond. Ich weiß nicht, ob das eben quasi der ist, der das Au in uns allen hervorbeschwert, aber im Original ist es ja gar nicht der Wolfsmond, da ist es eher der Death Moon. Wobei, gut, wenn ich mir ansehe, was die behaarten Pranken da mit der leicht bekleideten Dame auf dem Frontcover machen, dann glaube ich, kann man den Wolfsmond auch gleichzeitig als Death Moon bezeichnen und damit sicher Verzeihung, eine Filmtitelarbeit ersparen. Dabei haben wir übrigens das Frontcover-Motiv, das eben auch in der OFDB als Hauptcover zu dem Film eingetragen ist, habe leider im VHS-Fassungseintrag nichts gefunden, um demnach genau zu vergleichen, wie dieses Design der alten deutschen VHS-Kassette von VCL entspricht. Aber nach dem, was wir von den Super Spooky Stories gewohnt sind, kann man ja da doch relativ zuversichtlich sein, dass das sehr akkurat das abbildet, was wir eben damals im deutschsprachigen Raum gesehen haben. Da haben wir quasi eine Art Vorher- und Nachher-Bild von jemandem, der sich auf dem Telegram-Kanal von Xavier Naidoo umgeschaut hat. Wir sehen dann hier eben außerdem offensichtlich das, was einige Leute glauben, was eine Corona-Impfung mit unserem Körper machen kann, gepaart mit einigen Namen, von Cast- und Crew-Mitgliedern. Das Ganze finde ich aber eben fast schon mit so ein bisschen hypnotischen Farben auf dem Frontcover sehr schön. Dieses grün-bläuliche auf den Seiten, beziehungsweise das Rot, das von unten nach oben strahlt, das spricht mich eigentlich wirklich deutlich an. Dafür bekommen wir dann eben auch auf dem Backcover noch einmal den großen Filmtitelschriftzug. Wir bekommen die Inhaltsangabe ebenfalls in verhältnismäßig großen Lettern, drei Bilder aus dem Film und dann die Information, welche Nummer von den insgesamt 133 Stück von diesem Mediabook sich denn jetzt in unserer privaten Sammlung befindet. Schauen wir dann einmal nach innen, da wartet auf der linken Seite eben natürlich die DVD zu Wolfsmond. Raten können wir an der Stelle nur über den Film auf der rechten Seite. Ich nehme mal an, es hat auch irgendwas mit dem Wort Wolf und vielleicht mit dem Wort Mond zu tun. Schauen wir mal. Es ist Werewolf Rising. Okay, gut, zumindest eines von diesen Worten hatte ich ja dann tatsächlich richtig getippt und in der Mitte befindet sich wieder das Booklet Animals Out of Control von Mike Blankenburg mit einigen Infos zum Thema Tierhorrorfilme, aber das ist meiner Meinung nach doch eine relativ coole Sache für die Super Spooky Stories.